Als ich Lincoln aus den Flammen zog, kam er kurz zu Bewusstsein und bat mich, John Donovan anzurufen. Das habe ich dann getan. Ich wünsche mir so oft, ich hätte ihn nicht angerufen. Mr. Donovan, kennen Sie diese Person? Sicher. Sir Marcano. Mhm. Und was ist mit diesem Dieser Mann? Dieser dreckige Mistsack ist Sals Bruder Lou. Hören Sie. Reden Sie nicht um den heißen Brei herum. Was wollen Sie wissen? Haben Sie Lincoln Clay geholfen, Sal Marcano und führende Mitglieder seiner Mafia-Familie zu ermorden? Aber ja, selbstverständlich. Das sind also die Männer, die ihr töten wollt, ja? Das ist der Plan, Padre. Das ist aber ganz schön gefährlich, so wie ihr das vorhabt. Und was würden Sie vorschlagen? Dass Marcano es verdient hat zu sterben, will ich gar nicht abstreiten. Bringt ihn um. Aber dann muss Schluss sein. Das reicht noch nicht! Es ist genug, wenn du beschließt, dass es genug ist. Ich weiß, was Sal dir angetan hat, Lincoln. Aber ganz egal, was du tust, davon wird keiner wieder lebendig. Ja, niemand wird wieder lebendig. Aber darum geht's ja auch gar nicht. Ich will diesem Bastard zeigen, was es heißt, alles zu verlieren. Ich werde die Ratte Stück für Stück vernichten. Aber das ist eine Sackgasse, Lincoln. Wenn du dich für diesen Weg entscheidest, gibt es kein Zurück mehr. Ich gehe jetzt zu Sammy und hol meine Sachen. Kommst du? Ich warte im Auto. Sie haben uns als Kinder gesagt, wir sollen noch die andere Wange hinhalten. Und nicht zurückschlagen. Das Problem ist, es geht nicht. Nicht im wirklichen Leben. Ich muss es aber tun. Vorher gucken wir uns mal um, was wir hier so alles haben. Padre. So, hier kann ich reingehen. Und die Musik ist echt cool gewählt. Also das ist... Oh. Wenn es ein Spiel... Ich glaube, das gibt es eine... Dazu gibt es einen Soundtrack, glaube ich. Ich kann nur sagen, holt euch das. Ey, das ist genau das. Elektrische Bauteile. Okay, es ist genau das, was man sich anhören muss heutzutage. Also, oh, einfach geil. Einfach geil. So, hier geht's auch raus. Wo geht's hier hin?
Auch raus, okay. Was ist denn dieses Symbol? Hier oder was? Nee. Egal. Ach da. Und ich muss sagen, die Musik ist immer noch verdammt laut. Aber scheiße, es ist alles weg, ja. Ey, das ist so. Es war unser Papa, unser Stiefpapa, er hat uns auch aufgenommen als Waisenkind. Er, unser Bruder so gesehen. Der Padre scheint nicht sehr begeistert von dem Plan zu sein. Um den musst du dir keine Sorgen machen. Ich will bloß nichts von dieser katholischen Schuld auf mich laden, von der ich dauernd höre. Der weiß von jedem krummen Ding, das ich je gedreht habe und hat mich nie verpfiffen. Wenn ich sage, dass wir dem trauen können, dann ist das so. Klingt vernünftig. Willst du mir sagen, was wir hier tatsächlich machen? Wir werden Marcano und seine ganzen Arschlöcher töten. Schwachsinn. Wenn das alles wäre, würdest du dir eine XM21 schnappen, dir Farbe ins Gesicht schmieren und alle wären vor dem Abendessen tot. Und du bräuchtest sicher keine Einsatzzentrale und den ganzen anderen Scheiß, den ich organisieren soll. Als ich zurück war, hat Marcano mir das Hollow angeboten. Er meint, es ist Zeit, dass Sammy in Rente geht. Ich hab's abgelehnt. Du glaubst, was passiert, das war deine Schuld. Schwierig, es anders zu sehen. Was hast du denn gedacht, was Sal tut? Eine kleine Party für Sammy schmeißen, ihm vielleicht eine goldene Uhr schenken und eine Medaille mit Glückwünschen zum Renteneintritt? Wir wissen beide, es gibt nur einen Weg raus aus diesem Leben. Aber du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Ich werde die Stadt übernehmen, Bezirk für Bezirk. Marcano wollte, dass ich das Hollow leite. Scheiß auf ihn. Wenn ich fertig bin, gehört mir die ganze verdammte Stadt. Das ist genau das, was ich hören wollte. Vorausgesetzt, dass dir das alles nicht zu viel ist. Warum sollte das zu viel sein? Ach, keine Ahnung. Vielleicht, weil man dir in den Kopf geschossen hat? Ich bin vielleicht kurz aus dem Trip gekommen. Pass auf! Mann, weil alle im Weg stehen müssen. Ich bin aus dem Trip gekommen, aber das wird wieder. Ist immer so. Da hast du allerdings verdammt recht. Noch was. Ist keine große Überraschung, aber die meisten Cops hier hat Sal in der Tasche. Ja, hab mir das schon gedacht. Bin nur vorsichtig. Wenn die Cops sehen, dass du dich mit Sals Gorillas zoffst, hast du sie am Hals. Hallo. Soll ich dich nicht doch mitnehmen? Nein, Mann. Alles gut. Ich bin im Motel. Komm vorbei, wenn du fertig bist. Betrete Sammys Bar. Natürlich von hinten. Scheiße, ey. Willkommen daheim, mein Junge. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Seine Karre ist der Hammer. Ganzen Flashbacks. Scheiße, ey. Was zum Geier? So geht das bestimmt einigen. Einigen Leuten, die halt aus dem Krieg zurückkommen. Und halt im Krieg halt Menschen getötet haben und so. Das ist halt dieses typische Flashback-Gedöns. Heißt es so? Flashback? Keine Ahnung. Eine gute Idee. Viele Jungs sterben da drüben in Vietnam. Ich muss es aber tun. Habe ich dir schon erzählt, woher ich die habe? Klar, gestohlen.
aus der Tasche von dem alten Weißen, der immer nur rumgesteckert hat, wenn er hier war. Nimm sie. Mir hat sie immer Glück gebracht. Das kann ich nicht annehmen. Ich weiß, du hast Angst, allein auf der Welt zu sein. Bist du aber nicht. Und wirst du auch nie sein. Kampfmesser. Benutze dein Kampfmesser, um Gegner einer tödlichen Bewältigung auszuschalten. Alternativ kannst du im Optionsmenü unter Spiel auch nicht tödliche Bewältigungen auswählen. Jo, machen wir nicht. Spricht mit Donovan wirklich der Verbündete? So, versteckt. Draußen im Kampf wird alles Geld aus der Beute in einer Brieftasche verwahrt. Wenn du im Gefecht umkommst, verlierst du einen Großteil davon. Also bunkere es lieber im Safe. Nutze den Safe in Sammy's Keller, damit das Geld zu... Benutze den Safe in Sammy's Keller, um das Bargeld zu bunkern, das du in der Brieftasche gesammelt hast. Hab mich gerade total versprochen. So, neue Outfits verfügbar. Du hast deine Outfits freigeschaltet. Wechsle dein Outfit mit Hilfe des Kleiderschranks in einem Unterschlupf. Okay. Outfits wechseln. Gehe zu einem Kleiderschrank und halte Viereck gedrückt. So. Ich habe jetzt mein ganzes Geld da reingebunkert, schätze ich mal. Hier ist der Kleiderschrank. Mal gucken, was wir für Outfits haben. Action. Mach dich bereit, Soldat. Ansehen. Haha. Kampf. Full Metal. Jo. Full Metal 2. Okay. Auf Urlaub. Lockable Interkonstitution. Weißes T-Shirt. Okay. Was haben wir noch? Formell. Mr. Clay. Okay, dann Bürostunden, okay, und Kellner haben wir noch, aha. Und speziell haben wir noch Pro-Am. Okay, und Revolutionär. Du bist schwarz und stolz. Das ist Chef-mäßig. Bundesagent, böser Mr. Burke. Auf der Jagd. Cassandras Lederjackenkombination, okay. Wir machen mal einen auf Shaft. Jo, sieht cool aus. So, haben wir hier noch irgendwas? Versteckte Gimmicks? Nein, 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 nein. Hier auch nicht. Dann gehen wir mal hoch. Ach, hier ist die Garage. Aha. Ach, ist jetzt hier auch zu, ja? Ich komme auch nicht mehr hier rein. Okay. Also nur noch diese Möglichkeiten. Und dann haben wir hier durch den kurzen Weg zum Auto. Nee. So, dann fahren wir mal hier rüber. Den etwas kürzeren Weg, bitte.
Dann packen wir noch ein. Ups. Zu viel Gas gegeben. Tut mir leid. So, gehen wir mal rüber. Abhörzentrale. Wenn man so eine Aktion erfolgreich durchführen will, muss man sie einem anderen in die Schuhe schieben können. Drum habe ich den ganzen Krempel hier beim FBI geklaut. Wenn die Sache schief läuft, haben die Idioten das Problem am Hals. Wie ich sehe, hast du dein Handwerk nicht verlernt. Wenn es eins gibt, das ich kann, dann ist das Hoovers Schwuchteltruppe eine reinzuwürgen. Und wenn du krankgeschrieben warst, habe ich schon mal was rausgefunden. Die Frage ist ja, welche Leute du hier rekrutieren kannst. Und ich sehe da drei Möglichkeiten. Oberste Priorität wäre, das Hollow denen abzujagen, die sich jetzt da breit machen. Hab ich mir schon gedacht. Stehst du? Haitianer? Ich dachte, die sind Geschichte, seit Baka tot ist. Zum Glück sind sie wieder da. Und sie sind nicht gerade erbaut, dass Cell das Hollow der Dixie-Mafia gegeben hat. Dixie-Mafia? Georgies Idee. Sie dealen Heroin für ihn. Er will das ganze Hollow süchtig machen. Fucker. Ich schwöre dir, ich lasse nicht zu, dass diese ganzen Wichser alles zerstören, was Sammy aufgebaut hat. Wer hat Baka ersetzt? Ist nicht bekannt. Er hat's geschafft, anonym zu bleiben. Ist nicht bekannt? Geheimnisse vor John Donovan? Dass ich das noch erlebe. Tut mir leid, ich habe nicht genug dunkle Pigmente in der Haut. Also ist meine einzige Chance, mich an einen der Haitianer ranzuhängen und hoffen, dass er mich zu seinem Chef führt. Hey, ist besser als nichts. Und wenn du dich bei ihnen eingeschmeichelt hast, dann kommst du zu mir. Bis dahin habe ich was fertig, was dich interessieren wird. Okay. So, dann drücken wir mal auf weiter. Oh. So, da sind wir zurück. Wie in alten Zeiten, der Weg allen Fleisches. Warte auf die Haitianer. Okay. Wir müssen... Oh, das Mikrofon versperrt ein bisschen die Sicht. So, wir müssen dahin. Das machen wir mit unserem Auto. Und unser Auto ist... Das hier, glaube ich. So. Los geht's. Oh, toll. Die Musik wieder, ja, so. Oh. Wir sollten mal auch vorsichtig zu fahren, ja. So. Oh, das erste Mal, ich jetzt so aufnehme. Uah, zu weit. Okay. Und zwar habe ich mich an meinem Fernseher auf der Couch. So, okay. Das schauen wir mal aus. Und, ich habe mir jetzt einen Laptop besorgt. Einen richtig coolen Laptop. Aber davon später mehr. Moment. Die fliegen James Earl Ray diese Woche zurück. Kaum zu fassen, dass wir glauben sollen, dass nur ein Mann Dr. King erledigt hat. Ist zu einfach. Zu glatt. Genau das macht mir Sorgen. Sagen wir, er hat Dr. King erschossen. Nur er und niemand sonst. Und wenn's wirklich so leicht ist, einen großen Mann wie Dr. King?
Präsident Kennedy oder Bruder Malcolm niederzustrecken? Dann wird sich in diesem Land nie was ändern. Du kämpfst und schwitzt. Und jemand kann alles wieder wegnehmen. Einfach so.